Mir fällt kein gescheiter Spruch ein. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Diary. Heute am 19.06.2015, einem Freitag. Und damn, heute war glaube ich der produktivste Freitag seit Wochen, wenn nicht Monaten, zumindest für mich, weil, naja, Schule war heute nicht so wirklich und deshalb habe ich mir die Zeit eher mal genommen, mir ein bisschen im Haushalt ein bisschen Abhilfe in Sachen Arbeit zu schaffen. Ja, ich habe mich bei dem Mir ein bisschen versprochen und habe eigentlich nur versucht, mir jetzt Freestyle einen neuen Satz dazu zu überlegen. Aber hat ja geklappt. Ja, ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Unfassbar, dass ich das mal mache. Ich habe das seit 10.000 Jahren nicht mal aufgeräumt und jetzt sieht es so super aus. Ich glaube, ich mache den Scheiß mal öfter. Und ja, ich habe im Wohnzimmer was gemacht, ich habe die Küche gemacht und ja. Super Sache. Ich war gerade eben unten, meine Mama und mein Bruder waren da. Jetzt sieht sie wieder aus wie vorher, aber ja, so. Ist halt alles vergänglich, aber ja, bis auf diese Arbeit ist heute eigentlich nicht viel gewesen. Ich habe ein bisschen an meinem Stuhl rumgefuhrwerkt. Ich habe gehofft, er knarzt jetzt weniger, aber wow, das kommt immer so unerwartet, dass er so durchfedert, aber ja, ist wohl nichts gewesen, aber ja. Darum soll es euch heute nicht gehen. Heute geht es mal, wie mir mein Straußheftchen hier verraten hat, heute mal um Downer und Upper, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also nicht die Band mit Doppel-A, Doppel-B, sondern mit U, Doppel-P und E-R. Und ja, wie fange ich da am besten an? Bester Bezug gibt es eigentlich zu dieser Woche, weil die Woche hat mich eigentlich ab Mittwoch echt mega runtergezogen. Also Mittwoch war echt mega scheiße, beziehungsweise Dienstag fing es schon an. Dienstag war eigentlich noch relativ cool. Was mich halt gestört hat, ich kam extrem spät nach Hause, Busse fielen aus und ich musste laufen und alles. Und dann hatte ich keine Zeit mehr Video zu machen, ich musste duschen und alles drum und dran. Und dann war ich doch wieder weg und dann kam ich erst wieder, ja ich gehe dir gerade, ist mir aber gerade egal, kam ich erst um Gott, um 10 oder so nach Hause und das war alles so dämlich und dann kam Mittwoch. Mittwoch war eigentlich relativ gechillt, aber ich habe da hier und da ein paar Sachen falsch gemacht und es war da halt mega scheiße. Und ja, Busse kamen nicht und die Bahn fiel auf dem anderen Gleis und Himmel, Arsch und sonst wohin und es war einfach mega die Scheiße. Und ja, das würde ich für mich so als Downer diese Woche zählen, einfach weil das mich mega runtergezogen hat, weil einfach nichts wirklich geklappt hat und ich war einfach mega negativ gestimmt deswegen und das hat mich mega aufgeregt. Vor allem hilft das Wetter draußen nicht so viel. Moment. Und Himmel, es ist... Ja, was mich noch ziemlich runtergezogen hat, ist, dass sie permanent verpennt war. Und ja, dann verpennt man ein bisschen und dann geht man raus und schaut aus dem Fenster und dann ist einfach draußen, anstatt die lachende Sonne entgegen, strahlt blauer Himmel und schöne Wärme wird dir entgegengeschmissen. So, und statt dem gibt es braune oder graue Alltagssuppe. Einfach zum Kotzen. Und ja, das hat mich so die Woche runtergezogen. Das habe ich auch die letzten beiden Tage nicht so wirklich Bock auf Tagebuch hatte. Es aber gestern doch ein bisschen länger geworden ist. Warum auch immer. Aber heute gab es dann wieder so einen richtigen Upper. Erstens, ich habe lange geschlafen. Und Geld deswegen immer noch. Und Gott, ich sollte mir echt mal einen Kaffee machen, bevor ich hier meine Videos mache. Aber nein, ich hasse Kaffee. Und ja, das ging so gut los. Ich konnte lange ausschlafen, es hat alles geklappt. Ich hatte meine Ruhe den Morgen und ja, habe mich dann ganz gechillt mit ein bisschen Musik hier an meine häusliche Arbeit begeben und ich weiß nicht wieso, aber es erfüllt mich immer wieder mit Freude, wenn ich einfach in einem gewissen Maße und mit einem gewissen, für mich ansprechenden Arbeitstempo meine Arbeit machen kann. Und wenn es auch nur häusliche Arbeit ist und wenn ich dann endlich mal ein Resultat sehe, was ich seit Monaten nicht mehr gesehen habe, sehe ich einfach,
was Positives und das hat mich mega aufgebaut. Ich hätte nie gedacht, dass mich häusliche Arbeit mal aufbaut, aber sie hat es geschafft. Und ja, ich hoffe, ihr alle hattet auch eine bessere Woche als ich. Aber auch wenn das nicht der Fall war, auch Momente, die euch wieder Hoffnung gegeben haben und so Faith in Humanity oder einfach so, was euch einfach wieder aufgebaut hat und was euch wieder auf die Beine gebracht hat. Mensch, ich bin hier gerade wieder am Einpennen, weil mein Bett so bequem ist, weil ich sitze den ganzen Tag eigentlich nur, beziehungsweise liege den ganzen Tag nur im Bett und das ist einfach viel zu schlecht. Weil wenn man da von Duschen kommt, sich dann in sein Bett flitzt und dann so, du wolltest doch eigentlich Tagebuch machen und ja, jetzt sitzen wir hier und wir haben gleich 16:30 und ich hoffe, ich habe alles angeschaltet. Mikrofon, bitte, ja, ich glaub's nicht, ich hab mal wieder mein Mikrofon an und das ist eigentlich total unnötig, das jetzt wieder nachzuschauen, weil das war's wieder mal für The Diary für heute. Ich bin raus und wir sehen uns morgen wieder, denke ich, wenn nicht, am Sonntag, wenn da nicht, dann ist irgendetwas falsch gelaufen und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ciao.